Willkommen zurück zu Let's Play der Pate. Ja, nachdem wir jetzt sieben Parts Geschäfte erpresst haben, müssten sieben Parts gewesen sein, wenn ich vorhin richtig in den Ordner geguckt habe. Und ja, jetzt werde ich mich auf Lagerhäuser und Drehscheibenjagd machen. Das habe ich mir jetzt so gedacht, dass wir die jetzt erstmal noch machen, weil dann haben wir das wenigstens auch fertig. Hier sind zwei Strakis oder Stracis, das hatten wir ja schon alles mal. So. Cuneo ist da unten noch. Hier ist noch Bazzini. Okay. Damit ich so ungefähr weiß, wann die Familien ausgelöscht sind, weil die gelten offiziell als ausgelöscht, wenn die kein Geschäft mehr haben und Anwesen zählen nicht in dem Sinne. Also halt erstmal eben kurz gucken, ob wir genug Munition haben, sonst muss ich noch irgendwie. Suchst du eine gute Waffe? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Oh, what? Du brauchst eine ordentliche Kanone. Nein, danke. Du kannst mich mal eine Hacken kratzen. Ne, wir füllen mal eben noch die Munition auf. Hier liegt doch mit Sicherheit noch was. Weil mit so wenig Munition haben wir. Okay, jetzt ist die Street Sweeper einigermaßen voll. Die Killerpistole auch so ein bisschen. Das geht, aber dieser hier ist voll. Okay. Dann auf zu den Lagerhäusern bzw. Drehscheiben. Ich habe den Unterschied bis heute noch nicht herausgefunden. Drehscheibe verteilt, glaube ich, die Waren. Und ja, ein Lagerhaus lagert sie nur. Ich schätze mal, so in der Richtung wird das was sein. Wie gesagt, Unterschied ist mir nicht klar. Und wer parkt denn bitte? Oh. Oder es soll vielleicht extra nochmal ein Auto für uns sein. Ich weiß es nicht. Jetzt erstmal zum ersten Lagerhaus. Zack. Ich werde das jetzt immer so machen. Lagerhaus hinfahren, versuchen einzunehmen. Müsste ja eigentlich klappen mit den Kanonen. So. Muss ich aufpassen, wo hier überall Leute stehen. Das sind unsere, oder? Natürlich, super. Super. Der erste. Komm, der zweite ist auch nicht großartig schwer. Sauber. Was ist er denn? Er groovt richtig ab. Komm, Junge, ins Auto. Fängt gut an. So, das war der erste. So, alles, was wir versuchen zu erwischen, versuchen wir zu erwischen. Die Strakis mögen uns gleich eh nicht mehr. So, hier gehen wir jetzt hin. Hier müsste eine Tankstelle sein, die wir hochjagen können. Ja, guck mal. Sauber. Der nächste, der nächste. Ein Schuss reicht meistens. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Dann. Sauber. Der wäre auch weg. Sauber. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Können jetzt halt nachladen. Sammeln mal hier noch so ein bisschen was ein. Also alleine mit der Knarre kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wüsste gar nicht, was uns daran hindern sollte. Das war er und hier drin ist jetzt auch noch einer.
So, mein Freund, und jetzt gibst du uns einfach mal deinen Laden hier. Sauber! Verstanden? Du kommst gleich zur Sache, was? Okay, einverstanden. Super, erstes Lagerhaus. Oder Verdrehscheibe, ich weiß es nicht. 14.000 reicht mir. 14.000 pro Woche, 20.000 Respekt. Super. Lagerhausübernahme, neues illegales. Ja, jetzt haben wir eine Drehscheibe mitgeteilt bekommen. Und jetzt, das Ganze wird sehr kostspielig, weil wir jetzt erstmal wieder den Bandenkrieg beenden. Weil sollten wir sterben, verlieren wir 3 Geschäfte und das muss ja nicht sein. Und warum gehe ich immer, wenn ich in diese kleine Orte gehe, dahin? So, hier unten ist das. So. Aber viel an Wachsamkeit haben wir auch nicht, also war das eigentlich relativ einfach. Auto steht hier nicht mehr, dann nehmen wir uns das hier hinten. Wenn ich schon so bereitwillig hier stehen, dann können wir das auch so machen. Ja, es wird, wie gesagt, sehr, sehr kostspielig. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir gleich wieder unser Gehalt bekommen. Weil ihr seht, wir haben jetzt wieder nur noch 85.000. Geld ist schon gute Sache. Aber wenn wir jetzt diese 2 Lagerhäuser hier in New Jersey schon mal haben, dann ist das schon mal erledigt. Und ich werde das wirklich jetzt so systematisch machen. Ich bin falsch gefahren, ich Depp. Also ich werde die Anwesen wirklich erst zum Schluss machen. Weil, ja, weil wegen Baum. Damit ich das alles so ein bisschen strukturiert habe. Ich werde die Parts jetzt auch sehr kreativ benennen immer. Also die letzten 7 Parts waren nur Geschäfte erpressen und die nächsten paar Parts werden erstmal nur die Lagerhäuser und Drehscheiben sein. Die dürfen aber relativ schnell gehen. Ihr seht, das ist jetzt eine Sache von, ja, 7 Minuten knapp. Und ja, deswegen. Deswegen halt. Keine richtige Begründung, ist ja auch egal. Wenigstens ist hier jetzt ein bisschen mehr Action dabei. So, als nächstes will ich ein Hotel kaufen. Ich überlege welches. Ich glaube, ich nehme mir das hier. Ich brauche nämlich eins hier, wo ein bisschen mehr Munition drin ist. Samstag haben wir. Ja, im Notfall kann ich die Leute natürlich auch einfach attackieren. Also die Leute von den Lagerhäusern. Ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit. Ja. Die Strakis sind wieder am Durchdrehen. Wir holen uns jetzt erstmal so ein Hotelzimmer. Wenn das nämlich teuer ist, gibt es auch viel Munition. Und wir brauchen viel Munition. Da unsere Killerpistole vor allem Dingen wieder sehr schwach bestückt ist. Und ich hoffe jetzt mal für 82.000 werde ich hier was bekommen. Das wäre natürlich schon jetzt sehr happig, wenn gerade jetzt hier 50.000 doch ist ein annehmbarer Preis. Sauber. Das alles nur für, da vorne sind sie, für die Killerpistole, die natürlich wieder trotzdem nicht reicht. Egal, hier können wir speichern. Und dann ab zum anderen Versteck. Wir grasen jetzt einfach mal die Verstecke ab, die wir haben. Hier in dieser Stadt. Stadtteil. Wie man es will. Oh, der Hut ist ja reizend. Was für ein Hut? Oh, egal. So, dann ab zu dem anderen Häuschen, was wir hier haben noch. Dann haben wir erstmal genug Munition. Ich sehe jetzt nämlich nicht ein, dass ich extra zu irgendeinem Schwarzhändler gehe, um mir Munition zu kaufen. Das wäre ja schon ein bisschen arm, weil wir haben ja überall Waffen und sonstigen Quatsch liegen. Und dann gehen wir zur nächsten Drehscheibe, Lagerhaus etc. So, und ich glaube, danach fahren wir nach Little Italy zu den Lagerhäusern. Da ist nämlich auch nur noch eins und das will ich mir jetzt auch holen. Das ist eins von den Cuneos, was ganz, ganz weit versteckt ist. So. Und dann zack. Also werde ich auch jetzt erst keinen zweiten Versuch auf das Anwesen starten. Das kann ich auch hinterher noch zum Schluss machen. Wenn wir alles andere erledigt haben. So, Killerpistole.
Danke. Jetzt müssten wir sie ja einigermaßen ja sauber. Viel mehr brauche ich dafür jetzt auch nicht. Wo ist das Teil? Da ist es. Und auf zum unteren Teil hier. Hätte ich mir diese Schuhe bloß nie gekauft. Zack. Ach, egal, komm. Jetzt macht's auch keinen Unterschied mehr. Auch wenn uns mit Sicherheit gleich die Polizei ans Leder will. Oh, doch nicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Weil wir sollten nicht noch weitere Passanten umfahren. Weil so gut ist es mit Sicherheit auch nicht. Oh, aber hier ist eine Polizeistation. Ja, kommt, wenn wir schon mal dabei sind. Entschuldigung, Polizist, dass ich dich gerade angefahren habe. Oder fast angefahren. Mein Gehalt ist lächerlich. Wenn ihr mir ein paar Mäuse extra zusteckt, lassen die Cops euch in Ruhe. Alles klar? Natürlich. Hier, Chief. Kaufen Sie sich was Hübsches. Was? So. Ach, überspringen kann man den Dialog auch mit der Leertaste. Oh. Ich könnte sauber Ihnen helfen. So, wir haben jetzt Samstag 20.15 Uhr. Dann lassen wir uns mal besser Zeit mit dem Lagerhaus. Dann könnten wir es uns vielleicht so kaufen. Aber, naja. Wir können dann auch einfach Gewalt hinterher anwenden. Und dann juckt es auch keinen. Oh, hallo. Das sehen wir ja jetzt. Hallo. Was war das denn? Irgendwie hat hier gerade ein bisschen was rumgesponnen. Keine Ahnung was. Das ist, glaube ich, eine Drehscheibe. War das gerade Hudson? Hudson River? Haha. Ist der Hudson River nicht in England? Soll ich dir in den Arm finden? Nein. So. Freunde. Was habe ich euch denn getan? So. Haben wir das schon mal? Ich nehme jetzt auch erstmal die Magnum, sonst haben wir gleich wieder kaum Munition. So, ja, irgendwie hat gerade vorhin die Waffe einmal rumgesprungen. Konnte ich nicht schießen. Ja, aber so ein paar kleine Bugs hat das Spiel noch. Warum kommen die jetzt alle her? Jetzt warten wir. So, mein Freund. Ich kann auch anders. Ganz anders kann ich. So. Ach. Meine Güte. Ich wollte die eigentlich alle so am besten bei einem Anlauf sofort holen. Und da liegt auch schon wieder eine Pulle. Aber wer kann auch ahnen, dass die... So, Christian Pisano. So, und jetzt haben wir natürlich. Boah, mein Freund. Du. Ich bin nicht. Du pisst mich an. Du willst ja eh nicht anders. Du willst es ja... Alter! Fick dich! Aufhören! Was wollen Sie? Zehnter! Alter! Alter! Sag mal... Und was jetzt? Jetzt richte ich mich aber ernsthaft auf.
Kollege, gib mir 10.000. So, meine Herren. Sie müssen uns am Gewinn beteiligen. Okay, okay, ich tue, was Sie sagen. Boah, das ist ja schrecklich. Sauber. 60.000 und 14.000 jetzt an Dollar dabei. Liegt hier irgendwo noch eine Flasche? Das wäre ein bisschen praktisch. Ach so, das ist weil... Ach ja, bin ja Level up. Okay, ich habe nichts gesagt. So, auf Tempo. Und weiter. Ah, wenigstens ein bisschen was an Geld dazu bekommen. Haben wir jetzt sowieso Sonntag. Ein schöner Sonntagmorgen ist mir das hier. Munition wieder ein bisschen eingebüßt. Aber dafür schon mal hier alle Lagerhäuser bekommen. So, jetzt können wir auch in Ruhe zum FBI-Agenten schlendern und dann sind wir mit diesem Laden auch fertig. Also mit dieser Stadt erstmal. Hallo, ich will hier nur zwischen. Oh, was ist das denn? Meine Herren. Ja, die Karre dreht sich erstmal um 50 Grad. Ja, nee, 50 Grad wäre ja nichts gewesen. Oh, ich überschlage mich wieder mit meinen... Ich kriege einen Anfall. Nein, okay. So schlimm ist es nicht. So. Auf zum FBI-Agenten. Den Bandenkrieg erstmal wieder beenden. Und dann fahren wir zurück nach Little Italien. Little Italy. Auf Deutsch Klein-Italien. Nachdem wir in New Jersey fertig sind. Das heißt fertig, ja. Das Anwesen fehlt noch, aber das können wir auch zum Schluss machen. Ich will noch nicht Don werden. Don werde ich erst nach den ganzen Anwesen. Und ganz zum Schluss kaufe ich die ganzen Verstecke, wenn ich wieder genug Geld habe. Das ist aber kein Persil. Nehmen Sie das Geld. Wir haben alle etwas davon. Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Jo, haben sie auch. Da bin ich ganz deiner Meinung. So. Jetzt nach oben. Und dann erstmal raus aus dieser Stadt. Hier haben wir jetzt erstmal genug eingenommen. Das heißt, wir müssen hier lang. Ja, auf jeden Fall hier, hallo? Hier hin. Ist das spät? Nehmen wir die Karre für, würde ich sagen. Und dann erstmal wieder ein bisschen Auto fahren. Holen uns da nämlich das Cuneo-Lagerhaus. Dann ist das nämlich auch wieder unser. Dann werden wir da zum... falsch? Bin ich falsch gefahren? Ja, okay, kann man zweideutig jetzt sehen. Also ist zweierlei. Entweder bin ich jetzt falsch gefahren oder ich habe einfach nur eine Abkürzung genommen, die ich nicht wusste. Ist ja auch egal. So, juhu. Ach ja. Teilweise macht das Fahren doch Spaß. Aber auch nur, wenn man es einigermaßen gerade geschafft hat. Weil in anderen Situationen ist es dann wieder doch ein bisschen buggy. Das ganze Fahrsystem, aber egal. Ja, doch, so einige Parts dürfte ich mit dem ganzen Kram noch vollkriegen, der hier noch auf uns wartet. Och Gott, hinterher muss ich auch noch die Saves sprengen. Boah, das ist ehrlich noch viel. Ehrlich. Ohne R, nur mit Doppel-L. Ehrlich. Oh. Nee, nee. Nicht gut, nicht gut. Und jetzt kann ich auch mal den Dings hier den Marker auf dieses Lagerhaus setzen. Ich versuche es jetzt nämlich einfach mal mit der Munition, die ich noch habe. Wow. Können wir auch mit der Street Sweeper versuchen, so zwischen Killerpistole und Street Sweeper ein bisschen hin und her switchen. Weil Geld müssen wir eigentlich am Ende dieses Tages wieder kriegen. Ja. So, und ich muss jetzt wohin?
Also muss ich hier lang, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, oder? Ja, doch, ist der richtige. Dann kann ich nämlich hier runterfahren. Wow, ohne einen großen Kratzer. Das nenne ich... Na, okay. Ich sag mal nichts. Dum, 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 dum. Kommt jetzt wenigstens das letzte Geschäft in Little Italy, dann sind wir hier auch komplett fertig. Ja, fahr doch mal einfach nicht weiter. Ist auch eine Möglichkeit. Da, 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 da. Ach, wir brauchen das Auto eh nicht. So, bin ich jetzt in der richtigen... Aber natürlich! Ah, super. Haben wir Little Italy gleich wenn jetzt auch geschafft, wenn das jetzt hier so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe mal, weil eigentlich sind die Geschäfte in Little Italy jetzt nicht extra schwer konzipiert. Und da vorne stehen sie schon, die Doof-Trottel-Armee. Oh, das war eine billige Beleidigung. Fängt gut an. Der Kerl schießt nicht, wenn er soll. Und wenn schießt er viel zu viel? Oh Gott. Okay. Hier waren wir doch schon mal, glaube ich, in der Mission mit Sunny, oder? Super. Da vorne ist noch jemand. Hallo. Ja, oh, ich wollte schon sagen, ich drücke auf Maustaste und der Kerl schießt nicht. So, meine Freunde, jetzt geht's ab. Wo kommt ihr her? Sagt mal, von wo kommt ihr denn her? Ihr habt dann grad ja, egal. Bitte, lasst mich jetzt wenigstens so lange leben, bis ich, bis ich wieder einigermaßen genesen bin. Okay, obwohl... Man könnte auch... Ja, und genau dann kommen diese Arschkrampen. Ihr seid doch nicht mehr ganz hier, Scheiße. Beruhig dich. Geht's hier rein? Ha! Muss die auch noch nicht. Ha! Ist ja mal richtig geil. Warte du doch einfach mal.